Veganer Eierlikör. Super schnell und einfach zu machen und mega lecker. Dafür wird als erstes ein klassischer Vanillepudding gekocht, also Pflanzenmilch in einem Kochtopf zum Kochen bringen und währenddessen Puddingpulver mit Pflanzenmilch verrühren, bis ihr eine richtig schön klumpenfreie Masse habt. Kocht die Pflanzenmilch, nehmt ihr sie vom Herd, gebt das angerührte Puddingpulver zu, rührt es ein und kocht unter ständigem Rühren nochmal alles kurz auf. Jetzt lassen wir den Pudding kurz abkühlen und geben dann Puderzucker, Vanillezucker und Rum oder Wodka dazu. Und für die alkoholfreie Variante könnt ihr anstelle von Rum oder Wodka einfach noch ein bisschen Pflanzenmilch hinzugeben. Und dann kommt der eigentliche Clou. Zum einen geben wir für die Farbe noch ein bisschen Kurkuma hinzu. Und für den richtigen Eierlikör-Geschmack, aber auch Geruch, kommt jetzt noch ein absolutes Must-Have der veganen Küche hinzu, finde ich zumindest, Kalanamak-Salz. Jetzt bloß noch alles mixen oder pürieren, umfüllen und dann selbst genießen oder verschenken.